Zuhören, argumentieren, weiterdenken. Grundlagen sind das der Debattierkultur. Die Meister dieser Disziplin aus Nordhessen haben sich am Donnerstag in der Richard-Müller-Schule zusammengefunden. Hier wurde das Nordhessen-Finale von Jugend debattiert ausgetragen. Nach 10 Tagen Recherche und Vorbereitungszeit wurden die Schüler spontan in Pro- oder Kontragruppen aufgeteilt und mussten den vorgegebenen Standpunkt glaubhaft vertreten. Sämtliche Themen waren aktuelle Streitfragen des öffentlichen Interesses, wie zum Beispiel die Anschaffung einer Bargeldobergrenze von 1000 Euro. Jeder Teilnehmer debattierte 2-mal und wurde von einer ausgebildeten Jury in den Kategorien Sachkenntnis, Gesprächsfähigkeit, Ausdrucksvermögen und Überzeugungskraft bewertet. Am Ende wurden dann 2 Sieger gekürt. Sie fahren am 22. April zum Landesfinale nach Frankfurt.